Das war ein sehr sinnvoller Kommentar, danke. Da habe ich gar nicht dran gedacht gehabt. Weil irgendwann haben wir genug Solarpanels und Akkus. Die müssen nur noch aufgestuft werden. Also müssen die ganzen Fußgängerdinger nicht immer durchgehend produziert werden. Wir werden später einen riesen Haufen an Akkus und Solarpanel haben, die wir gar nicht brauchen. Aber die kann ich ja dann in den Recycler schmeißen. Oder auch nicht, wenn es nicht unterstützt wird. Das ist schade. Wo ich die Kiste hier so sehe, soll ich gerade ein bisschen ausmisten? So ein kleines bisschen. Es wurde mir übrigens inzwischen erklärt, wie die... wie eine von beiden Kisten funktioniert. Ich glaube, die Cyberchest war das. Und das ist echt schick. Also das kann man neben eine Fabrik stellen. Und dann bei der Fabrik einstellen, zum Beispiel, erstelle für mich... hier, grüne Tränke. Dann macht man die Cyberchest daneben. Und man tut dann alle Sachen rein, die man braucht, um alle Subkomponenten für das daherzustellen. Also könnte man aus einer Kiste und einer Fabrik direkt grüne Tränke herstellen. Normalerweise bräuchte man denn ja noch eine andere Fabrik, die die gelben Ärmchen herstellt und noch eine andere Fabrik, die die Transportbelt herstellt und dann Roboter, die die Transportbelts und die Ärmchen hier hinbringen, um dann am Ende grüne Tränke zu machen. Die Cyberchest würde es aber so machen, dass sie der Fabrik quasi sagt, so, ihr stellt mal bitte Basic Inserter her. Und sobald wir genug Basic Inserter haben, stellen wir bitte Transportbelts her und dann stellen wir danach grüne Tränke aus beiden Sachen her. Was relativ praktisch klingt, aber ehrlich gesagt, wir haben jetzt ja schon die ganze Grundstruktur aufgebaut mit den Ärmchen und Fließbändern und was weiß ich. Da würde ich jetzt nichts dran ändern. Also ja, es wird die Roboter entlasten, aber hey, eine unserer größeren Herausforderungen gerade ist es halt, die Roboter einigermaßen gut zu managen. Wenn wir das jetzt auch noch rausnehmen, das wäre ein bisschen komisch. Apropos Roboter managen, was ist mit Forschung? Die nächsthöheren Roboter brauchten blaue Chips, ne? Die kann ich doch inzwischen schon. Ja, kann ich. Ich brauche nur blaue Grizzlebretter und diese Chips, die hier hinten irgendwo hergestellt werden. Da, genau. Wo werden blaue Grizzlebretter gemacht? Das sind die da, ne? Nehmen wir mal. Das ist ein komischer Stack. Was fehlt dir? Golddraht. Wir stellen nirgendwo Golddraht her, kann das sein? Ich denke, ja. Ich mach kurz runter. Hier haben wir Kupferdraht. Da haben wir Tindraht. Ne, wir haben kein Golddraht. Aber ich denke, wir können einen von denen mal zu Gold umwandeln, weil wir eigentlich... Also die müssten es eigentlich schaffen, um alles schnell genug zu versorgen. Also machst du bitte ab sofort Golddraht. Dafür brauchst du Kupferdraht und Gold, sinnigerweise. Kupferdraht und... Gold. Das alles nehmen wir mal raus. Und das nehmen wir auch raus. Und tun das Tin Copper Wire hier irgendwo rein. So. Okay. Forschung. Bei den Modulen würde ich gerne weiter forschen. Gottmodul. Energie-Consumption minus 30, Speed plus 40, Produktivität plus 10, Pollution minus 20. Ja, die sind nett. Raw Speed Module. Also ohne die erhöhten Stromverbrauch, ja. Die da bräuchten Productivity Logic Board. Logic Boards haben wir doch schon. Und Polished Ruby? Ernsthaft? Okay. Was fehlt hier noch? Vierer grün und vierer braun. Ja, mach die mal. Als Vorbereitung für die nächste Stufe von dem roten Ding. So, also die laufen. Das Golddrahtzeug läuft. Das heißt, ich kann mir die Chips jetzt nehmen und schon mal ein paar von den blauen Dingern herstellen. Also die Prozessoren oder was war das? Die CPUs kann ich mir nehmen. Die Grizzlebretter kann ich mir nehmen. Und dann kann ich da draus... Wo sind die CPUs? Da. Kann ich daraus jetzt 100 blaue Chips, 50 blaue Chips herstellen.
brauche echt lange im Spieler Crafting. Sollte ich dann auch automatisieren. Mit schönen rosa Chips. Ich sollte eigentlich so viel mit rosa Chips versorgen. Das ist echt krank. Auch hier die Assembly Machines von den Sachen hier zum Beispiel. Also die Kisten sind voll. Hatten wir nicht irgendwo Probleme? Oh. Die Kisten sind auch voll. Wir hatten irgendwo Mangel an denen. Das weiß ich. Habe ich da wieder was falsch eingestellt? Was braucht die da? Geh mal hier hin. Genau, wir hatten die ganzen hellblauen Sachen noch gar nicht gekriegt. Achso, da fehlten die weißen Chips wieder. Ja, gut. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ich glaube, ich setze mal ein paar spaßeshalber davon schon mal von Hand. Achso, wir wollten... Mist. Wir wollten ja gar nicht da im Westen alles grün machen. Wir wollten im Westen anfangen, schon türkis zu machen. Nenno. Und das Recycling-Ding hier? Fordere mal kurz das Recycling-Ding an. Da was auch immer das jetzt. Das ging schnell. Bitte erforsch. Den da. Bitte gib mir. Das da. Jo. Und tu das dahin. Mach da ein Ärmchen zwischen. Und werf hier mal einen Stack von den gelben rein. Die nicht funktionieren. Dann recycle bitte die Chemical Plants. Und. Braucht blaue Ärmchen. Und recycle bitte. Rest. Alte Roboports? Nee. Ja, das war's schon. Machen wir nur die. Also sehr schade, dass die alten Dinger hier nicht ersetzt werden können. Ja, aber sei es drum. Durch, das wird dann durch. Warum habe ich hier drei rot-lila Dinger da hingepackt? Sehr, sehr komisch. Hier. Das würden wir gerne ersetzen. Das heißt, wir machen euch weg. Weg. Dann setzen wir einmal von Hand das Ding. Weil wir haben es jetzt eingestellt, dass wir die gelben durch... Oh. Dass wir die gelben durch grün ersetzen. Theoretisch könnten wir jetzt einstellen, dass die gelben durch türkis ersetzt werden sollen. Aber ich glaube, ich mache es hier mit der Abreißnummer. Das ist doch irgendwie ein bisschen... So, dich da weg. Nein, die. So. Und dich. Und dann machen wir es auch mit der alten Abreiß-Neuaufbau-Dingens-Geschichte. Auch wenn wir jetzt noch nicht genug davon im System haben. So, so. Ich schmeiß mal die, die ich habe, hier hin. Dann sollten die gleich rausgenommen werden. Und der Rest wird unten ersetzt. Gut. Vierer Raw Productivity Module. Go. Naja, wobei, wenn ich jetzt ganz kurz so mache, dann hätten wir in der Zwischenzeit schon mal überall grün. Und ich könnte dann im Upgrade-Planer auch schon mal einstellen, dass grün und das ersetzt wird. Und dann passt das auch irgendwie. Wie sieht es mit Strom aus? Ja, Geht so. Ja, momentan kommt alles aus den Akkus. Grünen Akkus. Aber es kommt auch, weil ich abgerissen habe und müssen erstmal aufgefüllt werden. Und es ist gerade nicht Nacht. Apropos Nacht, ich hätte gern noch... Wow, wo kommt das denn alles her? Ich hätte gern schön weiter meine Tage. 24 Stunden. Tage. Dann hätte ich gerne keinen Crafting-Bonus mehr. Wir machen das später alles über die lila Module. Rosa Module. Ich hätte gerne... Explorer.
Ausdauerbonus, nein, intelligent Attack Bonus und Defense Bonus und noch mehr Attack Bonus. Und das Tool. Die Rüstung verstehe ich auch nicht ganz, weil wir werden. Die Rüstung wird niemals so toll sein wie eine Power Armor Rüstung, weil die Power Armor Rüstung können wir halt modulweise verändern. Oh, ich habe die Power Armor vergessen. Wir wollten doch eigentlich die Power Armor bauen. Alter Schusselgon, du. Bau mal. Da, wir bräuchten 3er Speed- und Effektivitätsmodule. Wir brauchen 50 Alien-Artefakte. Das könnte ein Problem werden, weil wir die alle schon automatisch zu trinken verarbeiten lassen, oder? Glaube ich schon. Das müssten wir mal kurz abkapseln. Hier unten irgendwo. Da. Ich sehe da noch ein paar Alien-Artefakte drin liegen. Das müssten 20 Stück sein. Weil ich bei jeder Fabrik gesagt habe, ihr sollt 10 Stück anfordern. Da. Damit. Du bist fertig. Dann. Noch gleich beim nächsten weiter. Können wir das? Dürfen wir das? Schaffen wir das? Mach mal. Du nimm die. Wir haben ein paar Tränke, aber nicht so wirklich super duper viele. Und ich kapp mal kurz dich und fordere dafür hier mehr an. Was fehlt? Achso, das blaue Zeug. Also ich muss jetzt entweder töten gehen, was problematisch verlaufen könnte, da jetzt der König und so da sind. Ich müsste also töten gehen oder ganz viele Leichen einsammeln. In der Hoffnung, dass denn genug bei rumkommt, um daraus Artefakte zu machen. Ich schau mal lieber hier hoch. Das sind 2er Produktivitätsmodule. Ich hätte ganz gerne... Ja, es war ein Fehler. Ich hätte hier ganz gerne rosa Dingens und rosa Dingens. Und hier hätte ich gerne rosa Dingens. Stufe 3. Und auch du brauchst Electronic Components, die wir nicht haben. Immer noch nicht. Ernsthaft? Plastik. Das kommt nicht hinterher. Okay. Produktivität oder Geschwindigkeit? Eher Geschwindigkeit bei denen, ne? Okay, ich hole mal kurz 3er Geschwindigkeitsmodule und mods damit die ölverarbeitende Dinge auf. Hier. Und es regnet. Ich hasse Regen in diesem Spiel. Also wir modsen die ölverarbeitenden Dinge auf, damit mehr Plastik kommt. Was ist mit einer besseren Chemical Plant? Das ging ja auch, ne? Da, bauen wir ein Chemical Plant MK2. Klappt das mit dem Rest denn soweit? Oder haben wir irgendwo Mangel, Überschuss oder was auch immer? Also du hast durchgehend dein das da. Oh, nächstes Problem. Wir müssen das verteilen auf 2 Kisten, sonst haben wir irgendwann eine Kiste voll mit Resin, eine Kiste... Also eine Kiste voll mit Resin und kein Platz mehr für Plastik. Also mach das bitte so. Das mal alles darüber. Ja, ich habe nicht viel Platz, ich weiß. So. Plastik. Plastik aufgehoben? Nee. Aber ich kann ein paar Roboter freilassen. Und aus denen da 3er machen. Was bist du für einer? Ganz auch frei. So, du wirst ersetzt durch irgendeine Fabrik, die ich nicht finden kann. Richtig. Was? Wo zum... Guck einfach hier. Ich hab dich gebaut. Ich weiß das. Aber ich sehe nichts irgendwo gelb blinken. Sehr verwirrend. Ja, jetzt ist es definitiv in Arbeit. Du kannst da schon mal raus, da rein. Aber es hapert eher am Petroleumgas. Das heißt, das Ding... Die Dinger müssten hier schneller arbeiten. Wusch und wusch.
du